Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Preview hier auf TennoTV. Mein Name ist Mario und ich möchte euch heute das zweite von insgesamt drei E3-Spielen etwas genauer vorstellen. Gunnar und ich haben ja letzte Woche schon ausführlich über alle Spiele, die wir auf dem Post-E3-Event in Frankfurt spielen konnten, berichtet. Dazu habe ich schon ein Video zu Project Guard gemacht und ich werde Ende dieser Woche noch ein Video zu Bayonetta 2 machen. Heute möchte ich aber über Splatoon reden. Das ist der Third-Person-Shooter von Nintendo, der auf der Messe neu angekündigt wurde und im Prinzip die Überraschung schlechthin war. Klar, es war bewusst, dass Nintendo an einem Shooter arbeitet, aber was genau sich dahinter verbirgt, haben sie eben erst jetzt bekannt gegeben und ich muss nach anfänglicher Skepsis jetzt doch zugeben, dass ich uneingeschränkt begeistert bin von dem Titel. Warum ich das bin, darauf komme ich später. Zunächst einmal, worum geht's grundsätzlich? Bisher gibt es genau einen Modus, den wir auch spielen konnten, nämlich 4 gegen 4 Spieler online. 4 Spieler sind im orangenen Team, 4 Spieler sind im blauen Team und man tritt gegeneinander an. Das Ziel ist es, in dem Areal so viel Gebiet wie möglich mit der eigenen farbigen Tinte einzufärben. Wer nach Ablauf der Zeit die größere Fläche in seiner eigenen Farbe angemalt hat, der gewinnt das Spiel. Aber es ist jetzt nicht einfach nur so, dass man rumläuft und wie wild die Wände und den Boden anmalt und sich gegenseitig in Ruhe lässt, sondern es kommt sehr, sehr, sehr viel auf Taktik an. Das heißt, man muss sich in seinem Team quasi zusammentun, absprechen und überlegen, wie man mit den Gegnern umgeht. Denn wenn man einen Gegner trifft, dann sorgt das nicht nur dafür, dass man ein kleines bisschen Gebiet in seiner Farbe wieder einnimmt, sondern auch, dass der Gegner zurück zur Basis gebeamt wird und erst wieder etwas Zeit braucht, um nach vorne zu kommen, sodass man dann eben die Möglichkeit hat, gegnerisches Gebiet einzunehmen. Das heißt, man muss sich untereinander absprechen, austauschen und gucken, wie geht man am besten vor, wie hält man die Gegner auf und sorgt dafür, dass sie nicht mehr Gebiet einnehmen, während man selbst sein eigenes Gebiet so weit wie möglich vergrößert. Man kann aber nicht einfach nur rumlaufen und Tinte spritzen, sondern sich auch in einen Tintenfisch verwandeln, der dann in der eigenen farbigen Tinte schwimmen kann und unsichtbar ist für die Gegner. So kann man sich also ranschleichen und dann kurz vor dem Gegner einfach auftauchen und ihn abknallen. Hier muss man aber aufpassen, das Tauchen geht nur in der eigenen Tinte. Wenn man sich also irgendwo versteckt, wo dann zufällig ein Gegner seine Tinte drüber sprüht, wird man sofort enttarnt und ist dann in der Regel auch verloren. Das heißt, es ist hier wirklich ein schmaler Grat, den man gehen muss zwischen Taktik und Vorsicht und aktiv und aggressiv sein, um Erfolg zu haben. Was mich an dem Spiel so begeistert hat, ist, dass man hier wirklich eine extrem steile Lernkurve hat. Es ist etwas, wo man merkt, da braucht man Skill und Übung für, um wirklich gut zu sein. Während das erste Spiel, was wir in diesem Team auf dem Post-E3-Event gespielt haben, doch eher, nicht so lustig anzusehen war, weil beide Teams irgendwie versuchten rauszufinden, wie geht's denn eigentlich, wie steuere ich das. Man steuert im Prinzip über das Gamepad, das man hoch und runter und links und rechts bewegt, um sich umzugucken und setzt dann eben über die rechte Schultertaste das Sprühen ein und über die verschiedenen Tasten kann man Farbbomben werfen, man kann sich eben, wie gesagt, in einen Tintenfisch verwandeln, man kann springen und so weiter. Und das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber nicht nur das, nach einer Weile wird das oder geht das in Fleisch und Blut über und es wird immer besser, sondern eben auch die Erfahrung zu sammeln, wie taktiere ich eigentlich? Während wir am Anfang irgendwie alle planlos herumgelaufen sind und zum Beispiel gar nicht geschnallt haben, dass man seinen Vorrat an Tinte viel schneller auffüllen kann, wenn man sich einfach in einen Tintenfisch verwandelt, anstatt einfach nach unten zu gucken, wodurch sich die Pistole nur sehr langsam wieder aufsaugt und man im Prinzip auch super Angriffsziel ist, lernt man so immer neue Dinge. Und genau das hat man gemerkt schon im zweiten Spiel, dass beide Teams wesentlich besser waren, wesentlich taktischer vorgegangen sind und es insgesamt schon viel, viel mehr Spaß gemacht hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, noch mehr Zeit mit dem Spiel zu verbringen und noch mehr Möglichkeiten zu haben, man hat im Trailer ja schon mehr gesehen, als das Spiel wirklich hergibt, wie zum Beispiel diese Farbrolle, und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das noch besser wird. Aber nicht nur das stimmt mich positiv auf das Spiel, was im ersten Halbjahr 2015 für die Wii U kommen soll, sondern auch, dass die Entwickler mittlerweile bestätigt haben, nicht nur an einer Singleplayer-Kampagne zu arbeiten, sondern auch an einem Offline-Versus-Modus, der dann 1 gegen 1 funktionieren soll. Aktueller Stand ist hier, dass einer mit dem Gamepad und einer mit einem Pro-Controller spielt, aber da ist die Entscheidung wohl noch nicht final gefallen, wie es aussehen wird. Auch was die Singleplayer-Kampagne angeht, über die ich mich persönlich extrem freue, weil sie so ein Retail-Spiel natürlich wesentlich aufwertet, ist noch nicht wirklich was bekannt.
Was ich interessant finde, ist, dass Nintendo sich hier endlich mal wieder etwas traut. Sie haben nämlich 10 Mitarbeiter aus dem Animal Crossing Team herausgenommen und mit diesem Spiel betraut, beziehungsweise sie machen lassen an dieser eigenen Idee. Und das ist genau der richtige Weg, den Nintendo gehen sollte. Nicht einfach nur auf den alten Marken rumkauen, sondern sich auch mal was Neues einfallen lassen oder vielleicht doch in einer alten Marke, aber halt mal was Neues ausprobieren. Und genau das ist Splatoon. Das, was wir bisher gesehen haben, hat uns riesig Spaß gemacht. Und ich bin echt gespannt auf dieses Spiel. Und ich gehe davon aus, wir werden in nächster Zeit noch einiges mehr sehen, denn auf der E3 haben sie ja, wie gesagt, nur den 4 vs. 4 Modus gezeigt, deshalb kommt da bestimmt noch mehr und ich bin gespannt, was draus wird. An dieser Stelle auch noch der Hinweis, dass heute parallel zu diesem Video-Preview noch ein angespielt Bericht auf tendo.de online gegangen ist und außerdem nochmal der Hinweis auf unseren Zweitkanal Tendo TV Expansion Pack. Da stelle ich die gesamten 2 Partien, also insgesamt 4 Duelle, die Gunnar und ich, am linken Fernseher, das bin übrigens ich, am rechten Fernseher, das ist Gunnar, gespielt haben, sodass ihr euch eben die komplette Demo nochmal angucken könnt. Beides ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Mario.